So, anderes Mikrofon, ja, weil irgendwie mit dem Ton gibt es Probleme. Ich habe keine Ahnung, ob das die Buchse hier ist in der Kamera oder der Stecker oder ist ja die GoPro 2, mit der ich das mache. Guten Morgen erstmal. Ja, gestern ist abrupt die Kamera ausgefallen. Deswegen gab es keine Abmoderation, aber es ist ja auch real. Der Tag war vorbei und das ist gut. Eigentlich ist es auch nicht so wichtig, abzumoderieren. Denk mal. Frankie grüßt. Und jetzt fahren wir los. Jungs, ich bin im Laden. Ich verkabel mein Mikrofon, nicht wundern. Drahte den Puschel. Ich hoffe, es hört sich besser an. Mal schauen. Nein, nein, noch nicht. Erst, nee, das steht ja dann alles im Weg. Erst drauf machen. Erst den Schlauch richtig rein, dann drauf machen, dann Luft. Sonst ist er dir im Weg. Ne? Okay, hast du eine da? Ah, nee, mach ohne. Ja, weil sonst geht das kaputt. Ich probiere gleich. So, ich streich durch. 12.04.18. Okay, ich danke dir für die Hilfe, für die Frau und ich wünsche dir viel Glück für dein Geschäft. Ja? Ja, danke. Okay. Ja, alles Gute, ciao, ciao. Okay, tschüss. Der erste Kunde. Kannst du doch ja noch rausstellen, sozusagen. Du musst mal einfach auf den Computer rüberziehen und eine externe Festplatte oder so. Ich hab das ja auch immer. Also für ein Handy habe ich eh nicht drauf. Sind alle nur. Oh. Jetzt sammelt sich unheimlich viel Datenmüll an. Letztens erst leer gemacht. Ist dein erstes Kind? Heute ja. Ein Jahr alt schon. Ach, Glückwunsch. Alles Kind. Und an die Mutter. Ja, hab ich auch. Ja, gerade denn, beim ersten Kind hast du noch mehr Datenmüll. Dann fotografiert man jeden Mundwinkel, jede, also alle. Ja. Wo ich meinen Sohn bekommen habe, da war es noch nicht so. Da war noch nicht so. Ja, aber die paar Bilder, die man hat, die sind doch nicht schlecht, oder? Ich glaube heutzutage, die Kinder, wenn die mal groß sind, die gucken sich nicht diese tausenden Fotos an von sich. Nee. Das machen die nicht mehr. Aber ich gucke mir meine Fotos, die ich von mir habe, die. Aber die 20 Stück oder so, die ich habe von mir, gucke ich mir gerne an. Das ja, immer mal wieder. Dann muss mir halt Bescheid, also wie gesagt, das ist jetzt offiziell noch im Verkauf. Wenn jetzt einer kommt, ist es weg. Ja, du sagst mir Bescheid, sobald das ist, kommst du rum und nimmst es. Wenn er bestätigt, rufe ich dich an. Ja, anrufen kannst du mich nicht. Ich hab, du musst rumkommen. Du musst es ja eh mitnehmen. Musst du dann mitnehmen. Ja, klar. Ja, deswegen. Alright. Alles klar. Bis dann. Das ist auch ein großes Portemonnaie, meine Güte. Ja, das ist ja früher Aktienpapiere, kannst du damit transportieren. Ich habe leider nur 10, geht das? Naja, oder heute Abend kriegst du dann noch 1 Euro. Oder kriegst du heute Abend 2 Euro, weiß ich nicht, ob der 1 Euro kriegt. Okay, also bei mir sagen sie schon, ich habe ein großes Portemonnaie, ja, weil das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein altes und früher waren die Scheine, waren ja Banknoten, das ist ja nicht Geldscheine, sondern Banknoten, da waren ja so eine großen Dinger. Aber deins? Ja, meins kommt schon an. Heutzutage kann man dann wahrscheinlich auch so ein Tablet drin machen, oder was? Nee, ich habe in Australien gelebt und da muss man immer einen internationalen Führerschein bei sich tragen und der ist so groß. Ach, echt? Und der hat halt nie einen Reifen. Ah, okay. Das läuft schon wieder so lange, ist halt total furchtbar. Ich fahre jetzt dauernd die Kamera auszumachen. Wie ist der Ton, Leute? Könnt ihr mir ja nicht sagen jetzt. Ist ja kein Livestream. Ich bin so bekloppt. Ja, ich fege die Treppe. Das ist unglaublich, was hier immer reingeweht wird. Ein Tag offen, dann kommen die ganzen Blätter, die ganzen Zigarettenpapier, diese Folien, die kommen hier reingeweht. Das ist unglaublich dreckig, unsere Straße hier. Also rein vom Staub und Kleinstdreckbelastung. Jo, der Jute Puch Rennrad. Der Jute Puch Renner. Geht eventuell weg. Ja, der Kollege, der letztens hier das Rad in Kommission nehmen wollte. Ah,
habe ich gesagt, naja, muss er kaufen. Ich will 380, er hat einen Kunden für 600 dafür. Das ist unglaublich, oder? Ich meine, was soll nicht? Ich habe zu ihm gemeint, na, tu doch deinem Kunden hier fallen und schick ihn hierher. Und dann freut er sich doch und kommt zu dir zur Reparatur immer. Na, das will er nicht. Das will er nicht. Naja, ist halt eine Einstellungssache. Das muss man entweder, man ist so oder man ist nicht so. Ich würde das machen, ich würde sagen, ja, geh doch da hin. Guck mal jetzt, zum Beispiel hier um der Ecke im Trödel an, gibt es Räder jetzt für 30 Euro gerade. Drei Stück für 30 Euro jeweils. Die wollen sie einfach nur loswerden, weil die sind groß und sperrig und die haben einen kleinen Laden. Und ich habe keinen Platz mehr dafür und das ist auch so ein Standardräder, nichts Besonderes. Deswegen ist nichts für mich. Ja, aber die wäre jetzt eine Chance, günstig Räder zu kaufen. Ich schicke die da hin. Ich hole ja dann nicht irgendwie, ich sage nicht, ja, ich kann ein Rad organisieren, 60 Euro und hole ein Rad ab für 30 und verkaufe es weiter für 60. Also mit 30 Gewinn, das mache ich nicht. Also das ist nicht meine Art. Irgendwie bin ich da anders gestrickt als alle anderen, habe ich den Eindruck. Weiß ich nicht. Ist halt nicht mein Ding. Ich schick die da hin, die sind dann glücklich, die kommen her, wenn da was ist zu reparieren, da ist bestimmt was zu reparieren dran, kommen die her, sind glücklich, 30 Euro das Rad, vielleicht nochmal 30, 40, 50 Euro die Reparatur, haben sie für 80 Euro nüte Draht. Ich hab die Felge hier gerade ein bisschen mit Stahlwolle sauber gemacht. Jetzt mache ich einen neuen Bremsbelag drauf. Und dann geht's wieder in die Vermietung mit dem Ding. Weil der ist verhärtet, glaube ich. Der Bremsbelag, der hier drauf ist, und nach einem harten Bremsbelag, naja, der ist halt erstens nicht gut für die Felge, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Komische Zeug auch drin hier, eingebremst, das ist auch nicht. Eine Gummimischung, die da haben. Mal gucken, mal schauen. Also abschrauben, neuen Ruf. Ah, das ist ja, guck mal, dieser ist ja nicht mehr gut hier. Sieht komisch aus. Mega hart, das ist ja nicht Point. Point Trick. Tausche gegen Shimano. Da gut, der Shimano. Richtig weich dagegen, aber das wird wirklich wohl ein bisschen verhärtet sein. Oder so, keine Ahnung. Wir schrauben es mal fest, wir werden es sehen. Er gibt komische Sachen, ja. Ja, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Machen wir mal so. Axels Höhle. Jo, schauen wir doch mal. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen zentrieren. Zentral. Großer Faktor ist der wichtigste Faktor eigentlich. Ja. Das ist ja bei mir das gleiche hier. Wenn ich keine Zeit mehr habe für eine ordentliche Reparatur. Deswegen bin ich jetzt ganz glücklich, weil es war schon wieder so stressig. Ja. Frag mal Andrea. Die geht freiwillig zum Zahnarzt, um da hat sie mal eine Stunde Ruhe auf dem Stuhl. Naja, das kann man ja verstehen. Ja, wenn du also körperliche Sorgen sind ja okay loszuwerden, aber ich meine, voll getextet möchtet ihr bestimmt ohne werden. Ja, voll gesuppt. Das ist der Nachteil, weil kannst, kannst nicht reden. Zu viel reden, genau, das ist der Frauenarzt vielleicht besser. Oder auch der Vorteil. Ja, jetzt hört sich das doch ganz anders an beim Bremsen. Fantastisch. Ja, sehr nett. Das hört sich gut an. Das ist so. Vorher war so, obwohl der Bremsbelag nicht runtergebremst war, sondern einfach nur, weil die so verhärtet war und dieses komische Granulatpopel war da drin. Da ist er ja. Der Granulatpopel. Ja, guck doch mal, was ist denn das für Scheiße? Achso, so weit kenne ich, aber habe ich schon öfters gesehen. Ja, ja, bei den Älteren. Hier. Tipp mal an, der kann ja nicht gesund sein. Nee, macht man das. Nicht für den Winter oder sowas war, falls du Eis auf der Felge hast. Da ist mir früher oft passiert, wenn ich im bist du Schneematsch fahren bei Minusgraden, dann kannst du irgendwann nicht mehr bremsen. Also nicht. Nein, weil es ist eine Winterbremsbelegung mit Schneeschieber vorne dran oder was? Oder mit ja, Eiskratzer. Mit Spikes halt, ne? Na toll, fantastisch. Also dann die rubbeln natürlich die Felgen auch kaputt, ja, wie Sau. Klar.
totaler Schwachsinn. Gartendienst. Wir machen die Baumstämme sauber. Der Dennis angelt nach wertvollem. Jetzt muss ich ein bisschen ackern wieder, das ist immer so, das fällt, das läuft immer so auf alles und dann wird immer jetzt los. Ein plattes Vorderrad, das ist ja jetzt nicht so fülle. Und danach noch eine Tretkurbel zu reparieren, das sollte ich hinbekommen. Ich beginne mal mit dem Bremsbelag, den schraube ich erstmal weg, dann schraube ich das Vorderrad raus. Jetzt schraube ich das Vorderrad raus. Tada, 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 MacGyver. Zack. Schlauchwechsel und Bremsbelagtausch. Und danach eine abgebrochene Tretkurbel, also Schlauchwechsel brauche ich euch nur nicht mehr zeigen unbedingt. Habe ich schon so viele drin im Netz. Da ist der Schlauch und der wird gewechselt. Vorher kontrolliere ich den Mantel, ich zeige trotzdem, ist der total gekloppt. Auf Scherben etc. Ah, da haben wir schon eine. Die steckte drin. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, wenn man hier so lang zieht mit den Fingern innen drin, damit man sich hier nicht aufschneidet. Deswegen guckt man von außen schon ein bisschen, wenn ein großer Splitter ist. Das kann schon mal wehtun. Zahme Baue, zahme Baue. Ich hole einen Schlauch. Da ist er wieder. Der Schlauch ist da. Hurra, hurra. Ja, habe ich doch gleich die Kamera da stehen lassen. Draußen voll vergessen. Ventil wieder rein. Kappe ab, Laufrichtung beachten und wieder einbauen. Jetzt wird es festgeschraubt. Gut, funktioniert. Pedalarm tauschen. Also eigentlich ja nur der eine. Aber ich hole wohl beide um, weil der erste hier, guck mal, angebrochen. Weg. Das ist Asche. Pedalabschrauben. Das ist richtig schön. Angebrochen gewesen, oxidiert und dann knack wegbaut. Natürlich läuft das wieder die ganze Zeit. Aua, oh Mensch. Naja, das wird dann auch das Einzige bleiben, was ich heute hier so zeigen werde, wahrscheinlich. Also ich schraube jetzt hier ab. Einmal.
Wunderschön. Hammer. Fertig. Gott sei Dank, ey. Viel zu günstig kalkuliert. Eine halbe Stunde dran rumgeschraubt oder so. Das so verbaut ist hier mit Schaltung und alles, was man abbauen muss. Schaltzug abbauen und Kettenschutz abbauen. Beide Seiten wechseln, Pedale abschrauben. Ja, dann nehme ich 25. Eine Stunde 46 Minuten habe ich noch für den Tag übrig. Dann mache ich Feierabend. Jo, so würde ich dir du machen. Oh, ist das schön. Fertig. Dieses Tesla Rad fertig. Diese Tesla Pedalarm kaputt gebrochen, Fahrrad fertig. Oh, ist eigentlich auch mal jetzt entspannt hier zu sitzen. Jetzt machen wir ein Hollandrad. Wir nennen es heute hier den ganzen Vlog Hollandrad total abgefahren. Das ist so ein bisschen. So ein bisschen Zuschauerfang quasi. Und total abgefahren. Warum? Drum. Junge, Junge, Junge. Der war beim Friseur, der Mantel. Der wollte nicht mehr. Also ich sagte, er macht mal eine Veränderung, aber er hat einen schlechten Friseur erwischt. Der hat nicht gleichmäßig, sondern, naja, wie auch immer. In gewisser Weise ist er doch stylisch und hip. So ein Sidecut und so. Aber wir müssen das mal korrigieren. Ich ziehe jetzt einfach einen anderen Mantel drauf und dann ist das wieder schick. So wie es jetzt ist, kann man ja nicht fahren. Also, was nehmen wir dann dafür? 15er Hals-Maul-Schlüssel. So, bitteschön. So sieht's. Ich löse die Achsmuttern und schraube sie ab. Schutzblechstrebe ab. Achsmuttern hinlegen. Festhalten, andere Seite das gleiche. Ach so, viel mehr. Jetzt machen wir es mal hier. Hier diesen Pinöpel lösen von der Bremse. Einmal den Bremshebel betätigen hier unten anziehen, den nach vorne und oben rausheben. Ganz simpel. Wie macht man es richtig? Hollandrad Batavus.
Achsmutter lösen, abschrauben, nicht fallen lassen. Jetzt hängt es an der Schutzblechstrecke noch. Jetzt runter. Achsmutter beiseite packen. Ich öffne das Ventil, wie man hört. Ich löse den Konterring vom Ventil, wie man sieht. Drücke das Ventil rein. So kann ich leichter den alten Mantel hier runterheben. Drücke ihn links und rechts von der Felge weg, in die Felgenmitte. Was hast du? Danke! Was auch immer. So. Und ziehe runter. Man sieht immer so schnell bei mir, ja, immer nebenbei. Wolfgang hat gerade Renny rufen. Wolle, wolle. So. 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 Jetzt hole ich den Schlauch raus, der ist noch gut. Deswegen, den hauen wir nicht weg. So, bitteschön. Da haben wir den. Der Mantel ist Asche. Der kommt weg. Kontrollieren wir kurz das Felgenband, ob da irgendwelche Macken drin sind. Und hier so Popel nehmen wir raus. Hier nehmen wir so raus. Hier diesen alten, alte Plastikpopel von einem alten Mantel. Gummipopel. Hier eine Beule drin, hier, da ordentlich eine Bordscheinkante, damit die noch um die Weg mal ein bisschen rausdengeln, ein bisschen rauskorrigieren. Ich hoffe, das wird. Das ist richtig schön gestaucht, meine Güte. Ja, ein bisschen besser ist es, ne? Jetzt den Mantel ruf. Bevor wir das tun, ein wenig Talkum rein in den Mantel als Trennmittel. So, jetzt zeige ich den Mantel schon drauf. Auf der einen Seite, ich habe den einseitig aufgezogen. Könnt ihr ja in den anderen Videos sehen, seht ihr ja genau, wie das funktioniert. Jetzt nehme ich mir das Ventilloch hier nach oben und lege den Schlauch hier rein. Holland Rad total abgefahren. Jetzt ziehe ich den Mantel hier drüber und lege den Schlauch hier glatt in den Reifen. Fange ich am Ventil an zu verschließen. Also hier oben am Ventil fange ich an, drücke das rein. Schlauch in den Mantel nicht vergessen und dann hier. Ja, zack, ich mach's mal seitlich, jetzt total unbequem. Aber so, jetzt. So, drin ist es. Da.
Batterien wieder auf. Ventil drin. Ventil Feststrom. Jetzt Einbau. Einbau nehme man Vorderrad, den Bremsanker hier, das Teil kommt da rein. Da ist denn drauf zu achten. Ist vielleicht ein wenig fummelig. Das ging ganz gut. Schutzblech drauf. Ja! Indisch essen! Ich meine, die Biss kann ich zu Hause lassen? Rubel will was? Hä? Das kommt auf dem Tisch bei dir noch zu Ende, das Essen. Ach so. Das kommt sau heiß aus dem Ofen. Das zischt noch auf dem Tisch, wenn der das bringt. Ah, okay. Also super heiß. Super heiß. Ja. Meine Betreuerin hat sich ein Chicken bestellt, also Hühnchen. Chicken Katsu, auch so ein Ticker. Ja. Ich hatte Lamm, aber das kann Oma ohne Zähne essen. Ja. Das kannst du ohne Zähne essen. Ja, das ist gut. Kannst du mit deiner Familie mal hingehen, ist auch nicht so weit. Ja, ich glaube, hier, da waren wir ein Jahr lang am, essen, jeden Tag fast. Am Pumpwerk ist das. Hinterm Pumpwerk. Am Pumpwerk? Ja, hinter am, auf die Seite, wo das Pumpwerk ist. Also über den Kanal rüber? Ja. Na, den kenne ich nicht. Ich dachte, hier auf der Ecke, hier vorne, den meinst du? Ja, ja, den Inder. Ja, ja, ja. Wo der Mona Lisa früher drin war. Genau, ja, ja, den, ja, ja, den kennen wir. Der ist super heiß, das Essen. Das stimmt, das brutzelt noch auf dem, ja, hast du recht, der ist noch das auf dem brutzelt auf dem Tisch noch zu Ende. Ja, ja. Das tischt noch, wenn der halt auf den Tisch stellt. Das ist gut, ja, das ist ein gutes Essen. Arsch heiß. Das stimmt. Und super heiß. Willst du bei den Garten ein paar Zwiebeln haben? Statt Zwiebeln? Zwiebeln? Aber ich habe ja keinen Garten. Ich habe ja keinen Garten. Macht ja keinen Sinn. Nee. Ich habe ja, sowas habe ich ja nicht. Keinen Garten. Ich habe heute Röntgen gemacht. Ich habe einen kleinen Garten draußen im Wedding, im Duran gestellt. Ich habe einen kleinen Garten. Ach, schon, guck mal an. Hast du ja einen Garten? Ich fahre das ganze Jahr raus. Oh, das ist toll. Bis zum Einmotten. Na, du hast ja deine Rente hoch. Ja, Schwarzwurzeln haben wir heute eingesät schon und Zwiebeln gesteckt. Ja, das ist gut. Die früher machst du alleine oder was? Oder ja. Mit deiner Betreuerin zusammen? Nee, nicht mit der Betreuerin. Da haben wir mehrere, die einen Garten haben. Ach so, Verein? Gartenverein? So ein Gartenverein, ja, ja. Das ist gut, das ist wichtig. Ja. Ja, hast du was vor? Kannst du auch mal rausfahren, kannst du. Ja, ich habe ja keine Zeit. Weißt du ja, ich weiß ja bei mir immer, ich meine, wenn ich mal den halben Tag, den ich Zeit habe, da. Kannst du ja mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ach, ja. Ne. Machst deinen Laden mal einen Tag zu. Nee, geht nicht. Das geht. Das geht nicht, kann ich leider nicht machen. Musst du machen. Nee. Einen Tag den Laden zu. Jetzt ist das wieder los. Herr Brubbel, der will mich immer zum Erste-Hilfe-Kurs bringen. Ja, aber ich kann ja nicht. Seit 7 Jahren erzählt er mir vom Ersten-Hilfe-Kurs. Da musst du aber mal hingehen. Ja, ist schon abgelaufen, mein Schein, wa? Ich hab ja eh nicht gemacht. Aber wie lange ist der her? Oh, warte mal, 1998. Oh, oh. Da ist Zeit. Oh. Da ist Zeit. Na gut, ich mach mal. Ich guck mal indisch essen, wa? Jo. Gut, jetzt erzählt weiter. Ist er befriedigt? Hat man ihm so ein bisschen Aufmerksamkeit, muss man. Ist ja auch netter eigentlich. Ist ja kein Handisch dafür, wa? Gut, dann mach ich jetzt. Aufpumpen, die Bremse einhängen, die Dinger muss ich noch festschrauben hier, die Achsmuttern festschrauben. Festhalten, Achsmuttern. Festschrauben. Ne? Andere Seite hoch, schön festhalten. Achsmuttern. Festschrauben. Als
wenn es um Leben und Tod geht, weil es nämlich um Leben und Tod geht. So, jetzt hier die Bremse wieder einhängen. Ich weiß gar nicht, wie ich das von wo aus ich dir zeigen soll. Von dir vielleicht. Das ist vielleicht besser näher dran. Keine Ahnung. Ob halt erst unten und dann oben einhängen. Ah, das geht natürlich besser. Also erst hier unten rein, dann zieht man das komplett nach oben. Ich stelle mich natürlich manchmal auch ein bisschen bescheuert an, aber eigentlich mache ich das gerne andersrum. Jetzt wird noch aufgepumpt und das war's dann. Der will BMW mitfahren. Ja, verstehe. Ja. Ja. Da kann man drei anschleifen, wa? Ja, dann kriegen wir so gut hin hier. So, du aber letzte Draht hier, also ich, das ist ja bei dritte, 12 Minuten nur noch. Seht ihr doch noch was? Kommt ganz zum Abend, ganz spät. Passiert noch was? Zack, das ist wirklich easy, also so geil. Mann, hier hat man ja niemals Feierabend, du. Das ist ja unglaublich. Boah, schon zweimal habe ich abmoderiert, jetzt zum dritten Mal. Gleich, also ich habe hier noch was zu tun. 6 Minuten schaffe ich das nicht, deswegen kürze ich das ab. Der Schaltzug ist lahm. Von einer 8-Gang-Schaltung, Nexus. Nexus 8-Gang. Schaltzug funktioniert nicht mehr. Also, neue Hülle, neuer Zug. Und ich kürze das Ganze ab in Etappen. Also ich habe das hier aufgeschraubt, hier, jetzt schneide ich das ab, den hebe ich auf und den Zug ziehe ich raus jetzt. Und dann kommt mal kurz mit nach vorne, vielleicht kriegt das so einer auf, komplett. Hier vorne ziehe ich dann den Zug so raus, zack. Der muss da oben raus. Ja, Publik den raus, machen neuen rein. Und schauen wir mal an, was noch so das Problem sein könnte. Jetzt kommt der neue Zug hier rein. Jetzt kommt die Kappe hier wieder auf, die Abdeckkappe. Das mache ich mal gleich. Weil jetzt probiere ich mal. Wunderbar. Jetzt probieren wir die mal aus. So, Rad ist weg. Ich konnte da nicht viel machen. Der Zug ist neu. Trotzdem, der Schalter ist im Arsch. Auch da funktionieren ein paar Gänge nicht. Was soll man machen? Also ich würde mal sagen, Feierabend. Jetzt wirklich. Jetzt ist 9:30. Wir sehen uns morgen. Bis dann.
Ciao.